Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Schild. Wir sind endlich angekommen hier in Scourge City. Und wahrscheinlich wird Hopp mal wieder kämpfen wollen. Vermute ich mal. Oder? Wird er jetzt kommen? Direkt spawnen? Pop, da ist er. Oder auch nicht. Ah, ich sehe da die schöne Kramor-Statue. Oh, ich freue mich schon. Begib dich nach Scourge City. Wir sind da, Scourge City. Die Musik. Krasse Musik. Und Hopp ist auf einmal doch da. Scourge City, oh, ein Vergnügungspark, oder was? Oh, ey, es sieht echt nice aus hier. Ist ja auch die wichtigste Stadt in diesem Spiel. Nice. Wow, wir sind wirklich hier, Scourge City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champion der Galar-Region werde. Ich mache mich schnurstracks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig angeklotzt. Wir sehen uns dann beim Scourge Stadion, Michael. Bis dann. Yep. Ja. Wird das Ende kommen. Aber nicht diese Folge. Wir werden uns in dieser Folge umsehen. In dieser wunderschönen Stadt. Boah, ist das groß. Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Ja. Schau, das ist so groß, ich muss auf die Karte gucken. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Scourge City, eine Metropole, die nach den Plänen des Liga-Präsidenten Rose geformt wurde. Gra, ich bin Glurak. Dieses Pantheon heißt alles und ist super cool. Okay. Ich klebe so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Meine Pokémon sind super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächeln, ist immer extra süß. So ein Eis-Pokémon. Wenn man Trainer ist, kann man überall auf der Welt Leute herausfordern. Das ist so cool. Man kann voll sehen, wie sehr Delia den Kampf liebt. Guck ihn nur an, wie er da belächelt. Oh, hier ist so eine ganze Entwicklungsreihe. Zack, zack und zack. Echt cool. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Mag sein. Mag sein. Als echter Fan? Da weinst du, wenn dein Lieblingstrainer verliert und singst dir die Seele aus dem Leib, wenn er gewinnt. Du erlebst all seine Kämpfe, als wären es deine eigenen. Was muss man denn so machen als echter Fan? Was muss man so machen als echter Fan? Ich denke, diese Frage fragen wir uns doch bestimmt alle. Lol. Ich bin ein Legius. Ich hab ja noch nicht mal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute es schaffen, 6 Pokémon gleich zu nehmen. Ich bin auch ein Legius. Achso. Ich bin auch ein Legius. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Hallo? Ja, ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt. Komm rüber. Okay. Für Smalltalk eignet sich das Wetter am besten. Ja, schon. Mag stimmen. Ich würde gerne ein paar der Trainer aus Galar in meine Heimatregion einladen. Ich bin extra von dem weiten Weg von einer hierher gekommen. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und auch mal diese Pokéjobs ausprobieren. Wow, in der Maschine, da befindet sich ein Rotom. Ja, schon. Aber es ist kein normales Rotom. Es ist eine Rotomina. Okay. Hier gibt es einen Klamottenladen. Ich weiß noch nicht wo, aber das ist mein Ziel. Ich will auch bei der Real Challenge mitmachen mit meinem Glurak. Trainer lieben, ein Glurmanda. Trainier lieber ein Glumanda, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Oh, ey, das kotzt mich an. Alle reden über den einen Starter, den es in dem Spiel gibt. Den einzigen. Ich habe nur noch das Scourge City Stadion vor Augen. Das hier drüben, ne?
Damit du dich nicht ins Gross City verläufst, raten wir dazu, Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den städtischen Flugtaxis sowie der Monorail zu machen. Okay. Interessanter Ort hier. Freut mich. Okay. Hier ist ein Labyrinth. Cool. Ein Grassamen. Okay. Super. Gut, ich würde sagen, hier gucken wir uns später um in diesem Ort. Gucken wir erstmal nach links und dann nach rechts. Ups. Ja, erstmal links und dann nach rechts. Aber was ist das denn hier? Was ist das? Ich glaube, das ist einfach ganz normal Bahn, aber etwas groß. Ich denke mal. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Okay, die Stadt ist riesengroß, sagen alle. Wie viele Firmen besitzt Rose eigentlich? Rose hat es geschafft, diese Stadt mit seinen Investitionen zu einer Touristenattraktion zu machen, ohne dabei ihren historischen Flair zu zerstören. Das ist auch schön. Okay, gibt's den Laden, bei dem ich eigentlich nicht hin will, aber machen's mal. Unser Hotel ist auf die Pokémon angewiesen, die für Pokéjobs vorbeischauen. Es gibt bestimmt irgendeine Art von Arbeit, die ich besser erledigen kann als Pokémon. Warte, mir fällt gleich etwas ein. Hä? Ist okay. Um dann um das Pokémon die Stirn bieten zu können, muss ich wohl auch über mich hinauswachsen. Vielleicht liefere ich mir in der Natur zu einem Dino-Raider, um mir die Zeit bis zum Beginn der Kämpfe zu vertreiben. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal verlaufe. Schließlich macht es einen Riesenspaß, auf die Karte zu schauen und sonst hier zu kommen. So viele Leute, ich habe mich verlaufen, aber zum Glück gibt es ein Flugtaxi. Mebrana, du hast viel zu viel gewundert. Geht's dir gut? Ja, schon gut. Oh, komm hier. Okay, wir lassen es hier. Ich habe keinen Bock hier auf den Kampf. So, auf die Karte gucken. Aber es gibt ja mehrere Orte zum Fliegen. Hier wahrscheinlich auch noch. Gut, gut. Das kann ja jeder erzählen. So was macht sich noch lange nicht zu einem besseren Fan. Ich bin schon viel länger Dilons-Fan dazu, okay? Schon seit einem allerersten Kampf in der Arena Challenge damals. Krass. Und hier ist der Klamottenladen. So, wenn der mich jetzt enttäuscht, ne? Buh, Dilons Mantel in Kindergröße ist überall ausverkauft. Oh, armer. Ich fände es besser, wenn wir immer alle Kostüme tragen würden. Dann könnten wir uns bestimmt auch viel schneller mit Pokémon anfreunden. Die Kostüme hier sehen ja mal nicht, gar nicht so aus wie die Pokémon, die sich darstellen sollen. Okay. Okay, was gibt's? Es gibt keine T-Shirts. Es gibt Jacken. Trainingsjacke. Und, die ist ganz nett. Die Motorjacke, aber die gibt es nur in Farben, die ich jetzt nicht ganz so befürworte, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, dann gucken wir gleich nochmal rein. Hosen. Ich mag ja Hosen, ne? Aber ich kaufe die mal, weil ich mag die. Aber ich werde es nicht anziehen. Ich will nämlich einen Rock tragen. Den ich doch bestimmt habe. Ah, stimmt. Hier gibt es Röcke. Super. Ich finde Röcke einfach viel besser als Hosen. Okay. Ich nehme mal hier so einen normalen Rock hier. Oh, es gibt die Farben so, ne? Dann machen wir es gleich. Es gibt nämlich Kleider, sehe ich gerade. Wie viele Kleider gibt es denn? Was gibt es denn überhaupt für Kleider am besten? ja, super. Nichts Besonderes. Ne. Guck ich da gleich nochmal hin. Strümpfe. Überzeugen mich jetzt alle überhaupt nicht. Sehr enttäuschend bisher. Was ist das? Schuhe. Creepers? Oh, man. Ey, da muss ich mir aber die Creepers holen. Das muss ich mir holen. Die Creepers, Leute. Die brauche ich. Okay, neue Tasche.
Nicht so geil, finde ich. Das ist sick. Das ist sick. Das ist nice. Aber ansonsten nichts. So eine Brotdose, ey. So eine riesengroße Brotdose sieht es aus. Na, die finde aber besser, die Tasche da. Oh, neue Caps. Die von Fee finde ich ganz nett. Ansonsten nicht so. Was gibt's denn sonst? Was? Achso, das soll eine Strickmütze sein. Von vorne sah das ein wenig seltsam aus, lol. Okay. Weiß ich gar nicht. Oh, nee. Eine Brille will ich nicht haben und Handschuhe. Oh, Handschuhe könnte ich vielleicht eine haben, ne? Welche denn? Welche würde denn am besten passen? Das vielleicht? Es gab's noch welche. Hier oben gab's noch welche, ne? Ja, ja. Ich nehme einfach mal das hier. Warum nicht? Okay, ich würde sagen, ich gucke erstmal ganz kurz bei den T-Shirts, was ich denn da so gekauft hatte in anderen Läden. Wird das nicht gezeigt? Ich muss jetzt extra anziehen. Was hatte ich denn so für welche? Man sieht es gar nicht wegen der Jacke. Naja. Das ist ganz nice. Irgendwas, was mir gefällt. Das hier. Ja. Nehmen wir das ja. Nein, noch nicht aktualisieren. Denn ich will keine Hose. Auch wenn ich habe nichts gegen Hosen, Leute. Nicht so verstehen. Ich finde Röcke besser. So. Hier gab es welche. Hier gibt es auch solche Hosen. Aber die sind so. Das sieht so aus, als hätten die da irgendwelche. Als wären die so kaputt. Und das, weiß nicht, ist zu viel. Ja, ich nehme mir einfach hier so einen Rock oder so. Ich denke, das ist schon okay. Hier so ein. Weiß nicht. Oder weiß. Nehmen wir mal schwarz. Ich glaube, schwarz passt besser. Oh Gott, das war teuer! Verdammt, das war teuer! Kacke, das war ja teuer! Ups! Naja, ist schon okay. Lol. Okay, warte. Cap. Ich muss meine Cap holen. Die grüne. Okay. So sieht das aus? Bin ich damit zufrieden? Jein. Nicht schlecht. Aber ich hab mehr erwartet. Warum habe ich mir den Rock gekauft? Das war ja mega dumm. Uff. Das war echt mega dumm, den Rock zu kaufen. Warum mache ich das? Der gefällt mir noch nicht mal. Ich habe gedacht, der wäre trotzdem einfach billig oder so. Oh, was hatten wir denn hier noch so? Ich glaube, ich tue den Rock weg. Und mache dann das hier einfach wieder rein. Oh Gott, jetzt habe ich Geld verschwendet. Egal, es soll einen Weg geben, Geld zu farmen. Von daher passt das schon. So, und die Mütze. Oh Gott. Na doch, die Mütze ist nicht schlecht. Nehmen wir die Mütze doch. Ich würde sagen, das Outfit so allgemein ist eigentlich ganz gut. Sehr, sehr pink. Schon ziemlich mein Style. Lol. Naja, also zumindest in-game. Was auch immer. Anscheinend werden wir dann so aussehen. Fürs Erste zumindest. Haare ändern braucht's nicht. Ich bin zufrieden mit den Haaren. In dieser Stadt ist immer was los, okay? Ich habe ein Autogramm von Barry bekommen. Gerade eben. Ich werde hüten. Ich werde das hüten wie meinen Augapfel. Okay. Subi. Wo bin ich hier? Oh, da war ein Item.
Lumpen Giftschleim, was? Okay, super. Ist das ein gutes Item? Ah, das ist ein Übergang. Dann lass uns den noch gleich erst benutzen. Dann gucken wir uns hier noch mal nicht um. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge schon die Liga anstreben. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht. Meine Schwester redet mal wieder Käse. Ganz schön groß unser Riesenrand, oder? Riesenrad, meine ich. Wir nennen es den Überroller von Gala. Der Überroller. Lol. Epic Name, du. Ein Riesen-Nugget. Very nice. Very, very nice. Was gibt's hier? Einen Luftballon. Lol, okay. Super. Was ist das? Was? Lol. Hier gibt's ja richtig viele Shortcuts. Man kann ja vieles wechseln. Den Job, die Adresse, die Unterwäsche. Schön und gut. Aber ein Fan wechselt niemals seinen Lieblings-Challenger oder sein Lieblings-Pokémon. Echt so, das geht gar nicht, du. Dieses Pokémon hier hat uns ganz brav bis zum Hotel getragen. So ein tüchtiges Pampros. Es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Nett. Mein Flugzeug sieht für Scarcity schon zur Stelle. Wohin soll ich dich bringen? Ach so. Boah, Junge, wie viele Wege gibt's denn? Pokémon können alles kämpfen, in Hotels arbeiten. Ja, einfach alles. Juhu, wie cool. Ups. Ein richtig guter Pokémon-Kampf wirkt regelrecht elektrisierend auf den Körper. Ich habe großen Respekt vor Trainern, die solche Matches hinlegen können. Okay, so. Von der Zeit her passt noch alles. Gut. Hallo? Schickimicki hier? Oder wo bin ich hier? Bin jetzt mal ernsthaft, wo bin ich hier? Soll ich hier hin? Hi. Ich reise gerne auf meinen Waschakwil. Hör nicht auf meine Frau, sie hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf seinem Waschakwil nach Gala geflogen. Die Reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengender als sonst. Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir die ganzen Leute an, die hier ein- und ausgehen. Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Wie auch immer dir ein Schwert hilft. Lull. Ein Match wird gleich viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Okay. Ich bin auf Einladung von Macrom Cosmos hier, um mir einige Matches anzusehen. Okidoki. Hallo. Wir freuen uns, Sie im La Rosse Ronde willkommen heißen zu dürfen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten 5-Sterne-Service. Ich gehe meinen Beruf als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon, selbst wenn wir nicht in die gleiche Sprache sprechen. Gerade stehen vornehm lächeln, auch wenn der Schuh noch sehr so wirkt. Uff. Können wir mit dem Fahrstuhl? Nix. Nichts machen hier? Kann man hier nichts machen? Nee, anscheinend kann man hier nichts machen. Oder ich muss mit dem Schalter sprechen. An der Ecke hier. Nein, nee, okay. Anscheinend kann man hier nichts machen. Okay. Oder ich übersehe was, aber egal. So, dann wollen wir mit dem Aufzug hier fahren. Wir wollen zum Bahnhof von Score City. Okay. Und hier sind wir. Da pfeift ein Pokémon. Aber mir ist das jetzt egal, oh Mann, oh Mann. Ups. Ey, ich will nicht sagen sein. Okay. Gibt's noch so viele Häuser zu erkunden? Oh Gott. Meine Eltern arbeiten beide als Liga-Angestellte. Deswegen sind sie nie zu Hause, wenn der Champ kämpft. Und ich langweile mich hier. Kannst du jetzt nicht zugucken hier? Mami, ja. Fernsehen an. Guck doch mal zu, oder nicht? Hast du keine Lust? Willst du dir bei deiner Biene zugucken?
Oder wie sieht's aus? Es gibt immer mehr Trainer, die den Champ kämpfen sehen und dadurch richtig angespannt werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Wenn das Turnier in der Champ Cup losgehen, kommen Menschen und Pokémon von überall her. Es ist wie ein großes, globales Fest. Mensch, habt ihr aber da viel Müll. Die arme Flasche, die schmeißen einfach eine Flasche in den Müll. Was zum Ich halte hier alles sauber, damit die Blumen besser zur Geltung kommen. Okay. Ich denke, dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. Knapfel. Oh Gott, ich hoffe, der isst ihn nicht. Das sieht so aus, als würde er den essen wollen. Oh Gott. Tut mir ja leid, der Typ. Also der Knapfel. Das arme Knapfel. Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Stadion zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. So funktioniert das nicht. Niemand juckt, wer da im Publikum sitzt. Denke ich mal. Ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal normal zu lesen. Deswegen erfreue ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Buchrücken ansehe. Warum hast du denn keine Zeit? Hä? Ich glaube, bei einer Runde durch Scout City verbrennt man so viele Kalorien wie bei einem ganzen Marathon. Stimmt, mein Fukano ist jedenfalls fitter als je zuvor. Ich gehe mit meinem Pokémon picknicken. Okay. Super. Oh Gott, ein Maler. Ich suche nach einem Morty Never. Hast du zufällig eins? Wenn er dann tauscht doch gegen meinen Duraludon. Nö. Wenn deine Meinung änderst, dann komm bitte wieder. Okay. Mach ich. Aber jetzt gehen wir mal hier lang, weil hier kämpfen nämlich welche. Roy liebt es, seine Kämpfe mit Sandsturm zu beginnen. Gegen Pokémon, die das Wetter verändert, setze ich am liebsten Pokémon mit hoher Initiative ein. Okay. Nur bestimmte Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Möchtest du dich einem deiner Pokémon nennen? Was? Es gibt noch eine? Klar. Warum nicht? Aquahaubitz ist back! Wuhu! Aquahaubitz ist meine Lieblingsattacke, meine Lieblingswasserattacke. Hat so meinen Impagator in Gen 4 immer gehabt. Oh, die Erinnerungen kommen hoch. Ja, das Ziel wird von einer 150 Stärke. Attacke getroffen, hat nur 90 Genauigkeit, also es trifft nicht immer, aber öfters, meistens. Aber dafür muss ich eine Runde aussetzen, aber das mache ich. Das mache ich gern, du. Der Schlüssel zum Erfolg mit ultimativen Attacken liegt darin, wie du mit ihrer zerstörerischen Kraft und den Folgen eines Einsatzes umgehst. Schweres Wort, ey. Oh, Item. Ein Doofpilz. Nice, nice. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge schon anfangen mit der Arena Challenge. Hype, hype. Hyper, hyper. Es kann zwar wehtun, wenn einem so deutlich vor Augen geführt wird, wer der Gewinner und der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich ein Bild von der eigenen Stärke zu machen. Coole Pokémon-Kombination da. So, aber ich habe das Gefühl, der Architekt von jedem Haus ist der gleiche. Oh, wie ist hier? Hast du ein Smart Rotom und ein Fahrrad? Dann weißt du doch bestimmt schon, dass Rotom gerne in verschiedenen motorbetriebenen Geräten schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meine Rotom. Okay, Bro. Du wirst gleich Bauklötze staunen. Ich zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Hat er mehrere? Oh, bitte nicht. Bitte sammle ich das alle Formen. Ich habe das Gefühl, alle Formen von Rotom. Ja, sieht so aus. Das ist die Pflanzenform von Rotom, der Rasenmäher. Er hat drei, ja, der hat alle Formen, glaube ich. Ah, es ist Pflanze Elektro, müsste es sein. Ja, es ist Pflanze Elektro. Und es hat eine Pflanzenattacke. Jetzt will er mich auch noch verwirren. Wie nervig. Ah nee, das ist diese Verbrennung. Oh. Geht Verbrennung von alleine weg?
Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen. Lull. Lull, lull, lull. Als ob das nicht. Doch, ist gestorben. Okay. Kein Level up. Oh, kacke. So knapp. Okay. Ja, alle Rotternformen. Cool. Das nächste gibt's nämlich die Waschmaschine. Das ist Typ Wasser. Ja. Ja, ja, ganz wichtig, Leute. Und Typ Elektrowasser. Coole Kombi, by the way. Und er hat eine Wasserattacke. Müsste so sein. Nicht sehr effektiv, als er Wasser ist. Oh nein, Voltwechsel. Oh, verdammte Kacke, macht das viel. Oh, der wechselt wegen Voltecke, stimmt. Und das letzte Rotom. Der Kühlschrank. Oder die Mikrowelle. Eher eine Mikrowelle. Kühlschrank habe ich wohl verwechselt mit jemand anderem. Ja, Mikrowelle. Welcher Typ war der denn? Elektrokampf? Elektrostahl? Oder nur Elektro? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon fair, gestern ist ein bisschen, yeah, yeah. Lull. So, aber hier endet dann auch gleich meine Aufnahmesession fürs Erste. Dann werde ich übermorgen oder so wieder spielen. Aber es ist euch ja egal, ihr seht das wahrscheinlich eh erst Mitte oder ich glaube Ende der Woche seht ihr diese Folge. Ich glaube ungefähr Donnerstag oder so kommt diese Folge. Ungefähr. Warum mache ich das? Ich dachte, das wäre noch die andere Form. Die Mikrowelle. Oh, kacke. Naja, egal. Nicht so schlimm. Jetzt bin ich nur wieder am Brennen. Supi. Oh, kacke. Blättersturm. Bam. Dead Boy. So, dann werden wir in der nächsten Folge... Die Arena Challenge! Die haben wir ja schon geschafft. Wir werden in der nächsten Folge dann die Arena betreten. Die, auf der wir uns das ganze Abenteuer lang vorbereitet haben. Ich werde nicht trainieren. Oder vielleicht trainiere ich noch. Das werde ich nochmal gucken. Ob ich ausgenau ein wenig level. Das werde ich euch dann auch noch in der nächsten Folge Bescheid sagen. Bescheid geben, was auch immer. Ja. So, Bürde. Oh Gott. Kann sie einfach sterben gehen? Weiß gerade nicht, welchen Typ der ist. Stick? Okay. Lassen wir noch mal Kursi kämpfen. Damit die Folge schon länger wird. Kursi! Oh, ich bin. Das ist effektiv! Machen wir mal Juwelenkraft. Oh, das will er mich verbrennen hier. Kack, Mikrowelle, ey. Nice. Cool, cool. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seine Attacken, wenn es die Form wechselt. Tja. Du hast alle meine Rotoms besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Oh, ein Rotom-Katalog. Aber ich habe doch gar kein Rotom. Ja. Aber ich habe doch gar kein Rotom. Mit dem Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedene Haushaltsgeräte hineinschlüpfen. Das kann natürlich auch jederzeit wieder raus. Aber ich hab doch gar keins. Aber schön, dass es das gibt, immerhin. So, das Haus machen wir hier noch. Letztes Haus. Oh, wie cool. Da oben. Toll, Resladiro. Echt super. Aber versuch doch nächstes Mal noch etwas entschlossener zu sein. Resladiro. Epic. Und wie es weitergeht in Pokémon Schild, das seht ihr dann in der nächsten Folge.
Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung freuen. Kommentare sind gern gesehen, Abo sehr gerne und Glocke anschalten, damit ihr nicht verpasst, wann wir mit dem epischen, Liga hier loslegen, anfangen, was auch immer. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein! Ciao, Leute!